Liebe Gesellinnen und Gesellen des Jahrgangs 2020, einen ganz herzlichen Glückwunsch meinerseits zu Ihrer bestandenen Abschlussprüfung. Sie haben es geschafft, Sie sind jetzt fertig. Unter den gegebenen Umständen der letzten Wochen und Monate waren Sie sicherlich manchmal ein bisschen gestresst. Die Prüfungsangst, der Druck, alles richtig und vor allem gut und rechtzeitig fertig zu bekommen, manchmal Streit vielleicht und dazu dann auch noch die ganze Corona-Misere. So ist das Leben. Und dafür, wie das Leben ist, habe ich heute dieses Glas mitgebracht. Ich muss noch dies machen, ich muss noch das machen. Für XY wollte ich auch noch was erledigen. Einen Film wollte ich immer schon mal gucken. Was läuft denn da gerade auf WhatsApp? Oh, das muss ich noch richtig stellen. Und ich habe so ein tolles Bild, das wollte ich noch auf Instagram posten. Ich wollte ja auch noch auf Party gehen. Dafür muss ich auch noch einiges besorgen und einiges erledigen. Ei. Dann gibt es aber allerdings auch noch die mäßig wichtigen Dinge, die aber dann auch für uns alle wichtig sind. Also, ich wollte für Oma noch den Rasen mähen. Für unseren Nachbarn, der uns immer hilft, wollte ich noch den Schuppen fertig machen. Sport ist auch wichtig, dafür tue ich auch mal zwei Steinchen wieder da rein. Für die einen ist es vielleicht das Auto, für die anderen das Fahrrad. Der Nächste möchte eine neue Wohnung haben, er muss sie noch suchen, er muss sie vielleicht noch einrichten. Manchmal haben wir gar nicht die Chance, die richtigen Schwerpunkte in unserem Leben zu finden. Wir beschäftigen uns mit lauter wichtigen und unwichtigen, mit mäßig wichtigen Dingen, aber da sind noch der Freund und die Freundin. Da ist noch die Familie. Da ist noch die Freude an der Arbeit. Da ist die vielleicht neue Stelle, auf die Sie sich noch vorbereiten wollen. Da ist die Zufriedenheit, die Sie immer brauchen. Da ist noch die Gesundheit. Das Glas ist jetzt schon voll. Irgendwie muss ich das besser machen. Ich sollte es anders machen. Ich fange nochmal von vorne an. Fangen wir also jetzt mit den ganz, ganz wichtigen Dingen an. Da ist die Familie, die sie unterstützt hat. Da sind der Freund oder die Freundin, die für ihr Leben so wichtig sind. Da ist die Freude an der Arbeit. Da ist Zufriedenheit. Da ist Gesundheit. Da kommt dann vielleicht auch noch das Auto. Oder der Urlaub. All die Dinge, die schön sind, die das Leben schöner machen, aber auf die wir auch nicht mehr verzichten können. Aber Sie sehen, da geht noch mehr. Die neuesten Filme gucken. Spiele spielen. Auf Facebook sein. WhatsApp mitmachen. Dies erledigen. Das erledigen. Mithalten können. Es passt immer noch mehr rein. Und mehr und mehr und mehr. Es passt also alles in Ihr Leben, wenn Sie die richtigen Prioritäten setzen. Und sogar noch mehr. Ein Bierchen oder Sektchen mit guten Freunden oder Freundinnen ist da immer auch noch drin. Und in diesem Sinne alles Gute für Ihre Zukunft.